Servus, ihr Fuhr Fantastischen da draußen zu Fuhr Fantastik Trainer Wissen. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie kann ich ein Training mit vielen Kindern und Jugendlichen zielgerichtet und mit langfristigem Leistungsaufbau gestalten? Betrachtet man die Struktur vom Fußballverein, fällt einem sofort bei genauerem Betrachten auf, dass entgegen der nach außen kommunizierten Verzahnung und Kooperation der einzelnen Mannschaften miteinander jede Trainerin bzw. jedes Team sein eigenes Süppchen kocht. Die Folgen davon sind kurzfristige Erfolgsorientierung, einseitige Ausbildung und egoistisches Handeln der einzelnen TrainerInnen sowie ein hoher Frustrationsgrad der meisten Beteiligten. Richtig wäre es, den Verein mit seinen unterschiedlichen Mannschaften als Ganzes zu begreifen und mannschaftsübergreifend zu arbeiten. Eine Lösungsmöglichkeit könnte das Trainer-Team-Modell sein. Mit dem Trainer-Team-Modell, mit der Methode des Stationstrainings, wird Ihnen nun eine Variante vorgestellt. Das TrainerInnen-Team-Modell. Was versteht man unter dem TrainerInnen-Team-Modell? Beim TrainerInnen-Team-Modell sind die TrainerInnen der Kindermannschaften eines Vereins. Ein Team, arbeiten zusammen und unterstützen sich gegenseitig. Die TrainerInnen leben den Teamgeist vor, den sie von ihren SpielerInnen erwarten. Der Teamgedanke der TrainerInnen zeigt sich zum Beispiel im Trainingsbetrieb. Die TrainerInnen der jeweiligen beiden Jahrgänge der F- und E-Juniorenmannschaften stehen alle auf dem Platz und trainieren die Jahrgänge der jeweiligen Mannschaft zusammen, gleichzeitig und gemeinsam. Maximale SpielerInnenanzahl. Möglich ist auch, dass das TrainerInnen-Team die gesamten F- und E-JuniorInnen des Vereins gleichzeitig trainieren. Steht ein ganzer Fußballplatz zum Training zur Verfügung, liegt die Obergrenze der Spieleranzahl bei etwa 60 Kindern. Bei einem halben Platz liegt sie etwa bei 30 Kindern. Vorteile des Stationstrainings. Zunächst mal kleine, leistungsbezogene, altersübergreifende Trainingsgruppen können gebildet werden. SpielerInnen lernen verschiedene TrainerInnen kennen, nicht nur eine Person. Intensives Üben durch viele Wiederholungen und Ballkontakte aufgrund der kleineren Gruppen. Die TrainerInnen lernen alle SpielerInnen kennen, dadurch ist eine bessere Förderung möglich. Beschäftigung vieler SpielerInnen gleichzeitig auf wenig Raum, so kann Platz eingespart werden und mehr Kinder können am Training teilnehmen. Abwechslungsreiche Inhalte. Jede Station stellt eine neue Herausforderung für die SpielerInnen dar. Wie Sie gerade gesehen haben, kann mit Hilfe dieser Methode des Stationstrainings das Trainerteam mit einer großen Anzahl Kindern ein organisatorisch, inhaltlich sinnvolles und zielgerichtetes Training anbieten, das zudem absolut alters- und kindgerecht ist. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Fuhr Fantastik, Trainer Wissen. Bye bye.